Hallo zusammen. Ich bin gerade in der DVD-Section. Sie haben umstöbern, was wir am nächsten Gässli werden zeigen. Vielleicht nicht gerade das. Etwas anderes mal schauen. Was wir dieses Jahr so alles gemacht haben, das sehen wir jetzt in diesem Beitrag, der folgt. Also das Gässli Filmfestival ist ja ein Filmfestival für die Jugend, für junge Filmemacher. Und es ist mittlerweile schon das fünfte Jahr. Und wir müssen jetzt mal schauen, was sich alles verändert hat gegenüber dem letzten Jahr. Wir bauen stetig aus, wir haben jedes Jahr mehr, die wir anbieten können. Hi Gosi! Wir machen das Festival für junge, aktive, regionale Basler Filmtalente unter 20 oder unter 30. Es gibt zwei Wettbewerbe, wo man bei uns Filme schicken kann. Und dann, wenn man ausgewählt wird, kann man dann hier bei uns im Gässli präsentieren. Heute Donnerstag ist Eröffnungsnacht. Der erste Gastfilm mit Jill Tudin wird gezeigt. Morgen wird der zweite Gastfilm gezeigt. Am Nachmittag laufen die Showcases, Schweizer Showcase, internationaler Showcase und die Musikvideos. Samstag sind dann am Vormittag bis Nachmittag die Workshops. Kamera-Workshop, Ton-Workshop, Maske-Workshop und Schauspiel-Workshop auch mit Jill Tudin. Am Abend ist dann der eigentliche Wettbewerb mit der Preisverleihung. Es ist jetzt mitten in der Altstadt, ja. Man ist irgendwie draußen und drinnen gleichzeitig. Weil man hockt hier und man hat das Gefühl, man ist in einem Raum drin, weil es ist ja recht so schön umarmt von den Häusern, aber gleichzeitig ist der frische Wind, man schaut auf, sieht den Himmel, zwei, drei kleine Wolken und so. Also ich finde das, eine tolle Idee, so etwas zu machen. Es ist eine sehr, sehr schöne Art gefunden für ein Filmfestival. Also wirklich so, ich habe gar nicht geglaubt, dass sich dort hinten noch so ein geheimer, schöner Platz versteckt, wo man ein Filmfestival abhalten kann. Hat mir sehr gut gefallen.